Hallo und herzlich willkommen zur 15. Ausgabe der Admiral Sportshow. Benjamin Vollmann ist wieder für euch da und aus dem Sommerschlaf zurückgekehrt. Chris Stephan, Servus. Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, oh, guten Morgen habe ich jetzt gesagt. Gell? Ja, du Ich bin ja bist gerade aus dem aufgestanden. Sommerschlaf heraus. Ich freue mich, dass ich wieder mit dir zusammenarbeiten darf. Das freut mich Ich habe auch. dich so vermisst. Das glaube ich Hab dir. dir auch was mitgebracht. Das freut mich. Stilles Quellwasser von zu Hause. Schau dir das Wahnsinn. einmal an hier. Ich weiß, du liebst stilles Wasser. Und Absolut. deswegen gibt es für dich, mein Freund, heute das Beste vom Besten. Das lobe ich mir, Chris. Wahnsinn. Aber wir haben nicht nur tolles Quellwasser hier, sondern auch großartige Gäste heute in der Sendung, die wir dann begrüßen dürfen, nämlich zum einen den Präsidenten der Admira und den Aufsichtsratsvorsitzenden der Admiral Bundesliga. Ja, und natürlich darf ich Darf sagen, ich den Namen noch ach so, sagen? ja, bitte, ja. Ah, ja, der Oder Name, möchtest nein, du? ah, ich habe doch, du hast den Namen schon gesagt. Na, Okay, sag du bitte. musst mir zuhören, Ja, wenn ich Entschuldigung, spreche. Entschuldigung. Philipp Donhauser nämlich und dann den Admira-Stürmer Das wollte ich Patrick jetzt sagen. Schmidt. Ja, dann sagst du es nochmal. Und wir haben natürlich auch den Stürmer, den Top-Stürmer mittlerweile jetzt hier bei uns, und zwar Patrick Schmidt. Also er sitzt da hinten, aber er kommt dann gleich zu uns. Hallo. Und Er ist wir haben natürlich ein wichtig. Gewinnspiel auch Und wir noch. haben natürlich wieder ein Gewinnspiel für alle Fans da draußen und die Community ist schon wieder voll Gas am Schreiben. Ich lese ganz kurz mal vor. Guten Abend, Jungs. Jawohl, der Chris ist wieder. Na, das stimmt nicht. Steht da nicht. Hallo Jungs, Das habe ich nicht schön, geschrieben. dass. Es hat schon wieder irgendein Verwandter von mir geschrieben, gell? Du Die hast lade viele ich auch immer, Verwandte. die lade ich immer wieder ein. Auf jeden Fall gibt es heute wieder 50 € Gutschein zu gewinnen. Einen 50, einen unglaublichen Gutschein um 50 € und dann gibt es noch einen Ball, oder? Genau, Zeig her von mal. der Bundesliga, da muss ich da Ja, runtergreifen. wow. Echt Leder? Echt Leder. Wow. Oh, herrlich. Noch Riecht nichts. Riecht gut, kann ich wunderbar, mal. ja. Ja. Und? Wunderbar. Fresh, Mal oder? schauen, wer ihn dann am Ende riechen Gewinnen. kann. Ja. Der ist schon wieder Wer ihn Wortspiele. am Jetzt kommen Ende schon wieder. gewinnen wird, genau. Jetzt kommen wieder die Wortspiele. Und wir haben natürlich dementsprechend das vorbereitet, wenn ihr gewinnen wollt. 50 € plus natürlich diesen tollen Fußball. Und zwar wollen wir Folgendes von euch wissen. Jetzt kommst du dran. Bin ich? Ja, Übergang. Okay, magischer Übergang. Und so schreibt es einfach in den Chat hinein, ob die Admira, nachdem sich ja heute alles um die Admira dreht, den Wiederaufstieg in die Admiral-Bundesliga schafft in der kommenden Saison. Ich würde vorschlagen, am besten ja hineinschreiben, denn sonst wird es mit den Gästen vielleicht, Sonst wird sonst es schwierig, richten die gell? was aus. Ja, Und sonst schon kippt die seid ihr, Stimmung, Leute. und damit, so, damit wir das rausbringen, seid ihr schon mit dabei im Lostopf, Genau, Glückstopf. genau. Und am Ende der Sendung werden wir dann wieder natürlich unsere Glücksfee ziehen lassen und dann gibt es dementsprechend den großen Gewinn und ich kann es kaum erwarten. Aber wir haben natürlich noch viel mehr Tratsch und Klatsch, sensationelle Transfers und vor allen Dingen haben wir, was haben wir noch? Außer Transfers, Gerüchteküche. Viel Die Gerüchte. brodelt immer. Immer wieder. Fangen wir an mit der Austria. Fangen wir an mit der Austria. Die Ja. startet als Tabellenletzter in die neue Saison der Ja, Bundesliga. genau. Das hat die Bundesliga auch gestern kundgetan, auch via Twitter zum Beispiel. Das können wir uns jetzt gemeinsam auch ansehen. Da hat das ständig neutrale Schiedsgericht ja die Klage der Veilchen abgewiesen und somit geht die Austria mit 3 Punkten Abzug unter anderem in die kommende Saison. 20.000 € auch noch. Geldstrafe obendrauf. Und Ist schade, sage ich. Ohne Noah Ohio. Und ohne Neuer. Ein Top-Spieler, würde ich sagen. Super viel, also ich habe mir den angeschaut. Viel Speed, unheimlich viel Speed. Das Problem war immer der Abschluss. Deswegen, glaube ich, hat RB Leipzig gesagt, okay, keine fixe Unterschrift, ja, kein Vertrag, aber ich glaube, er hat jetzt einen besseren Verein gefunden. Standard Lüttich Und so ist nämlich. es ja. Und ich glaube, dass er in Zukunft, er ist erst 18 oder 19 Jahre jung, und ich glaube schon, dass der in Zukunft einiges reißen wird. Er braucht halt ein bisschen Zeit in der Entwicklung, ist jetzt meine professionelle Meinung dazu. Und genau die wollten wir hören. Das ist richtig, ja. Und Salzburg hat auch einen neuen Rekordtransfer einmal Top-Transfer, mehr top. gelandet, Chris. 15 Millionen Euro. Noch nie wurde so viel Geld ausgegeben, muss man ehrlich sagen, für einen Bundesligaspieler. Und aber man muss auch auf der anderen Seite sagen, 15 Millionen klingt zwar viel, aber Red Bull Salzburg hat auch auf der anderen Seite sehr, sehr viel Geld eingenommen. Das heißt, das rechnet sich schon. Das Da ist hat schon ja auch der Twitter-User Chribo geschrieben, ob das überhaupt der beste Transfer-Sommer der Bullen ist. Chris, was sagst du dazu? Ich Deine wieder. Ich wieder Expertenmeinung meine, ist ich finde, wieder das ist gefragt. top. Ich kann nur sagen, top, top, top. Alles, was die in die Hand nehmen, funktioniert auch top. Top-Verlängerungen. Du siehst die Verträge von Freund und Reiter auch gleich mal verlängert. Das Top-Duo, super erfolgreich. Und wenn man so erfolgreich ist, würde ich sagen, never change a winning team. Genau so ist So ist es. es, genau.
international auch einiges los gewesen. Oder da brodelt vor allem die Gerüchteküche, Chris, wie wir besprochen haben. Spannendes Thema. Spannendes Thema. Sascha Kalajdzic. Ja. Die Frage ist jetzt, wohin kommt dieser junge Topstürmer? Wir wissen, okay, Stuttgart, jetzt wollte er irgendwie nach Bayern. Jetzt haben die Bayern, irgendwie habe ich gehört, na, es funktioniert doch nicht so mit den Bayern. Manchester United soll eine Adresse sein. Die Frage ist, ob er jetzt wirklich, ob er Manchester United oder ob er überhaupt dort landet, beziehungsweise ob das überhaupt eine gute Idee ist, dort zu landen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man, ich meine, wie alt ist er, 23, glaube ich, gell? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dort Stamm spielt. Also ich glaube schon, dass er eine Zeit braucht, vor allen Dingen Premier League ist schon ein Riesenunterschied, als wenn du jetzt Bundesliga spielst. Und er ist jetzt nicht das Pressing-Monster. Und gerade in der Premier League spielt man schon extrem schnell und viel Pressing. Und deswegen, das braucht sicher Zeit, bis er sich dort entwickelt. Aber es ist natürlich eine Möglichkeit. Wenn ich jetzt sein Berater wäre, persönlich. Und da bleiben wir Gott sei Dank im Konjunktiv. Ja. Dann würde ich ihm raten, ich würde noch vielleicht, wenn ich jetzt keinen Top-Verein finde, vielleicht noch einmal ein Jahr ranhängen. Stuttgart, ich glaube, dass die irgendwo im mittleren Platz sich sicher ergattern werden heuer, dass die besser sind als im letzten Jahr. Da kann er sich noch ein bisschen weiterentwickeln. Da kann er mal eine Saison verletzungsfrei mal stürmen. Und dann, wenn er da wirklich gefestigt ist, dann wird sich sicher ein anderer Top-Verein finden, wie zum Beispiel Dortmund. Aber die haben jetzt auch woanders zugriffen. Haller ist jetzt schon gekauft. Der wartet schon auf seinen Einsatz. Aber wie gesagt, ich würde noch ein Jahr bleiben und es nicht gleich Richtung Premier League gehen, weil ich glaube, da kann man relativ schnell wieder verschwinden. Ja. Chris Steffen bleibt beim VfB Stuttgart also. Genau, ja. Ein Jahr noch VfB Stuttgart. Und Robert Lewandowski, das ist die große Frage auch, ob er schon bleibt, nämlich News beim FC Bayern. Ist schon fix alles. Mit Robert, dir selbst vereinbart. Ja, ja, ich habe es gelesen, nämlich im Foren. Robert Lewandowski ähnlich. Beim Bayern-Training ist er ja aufgetaucht. 6 Minuten zu spät, habe ich gehört. Ja. Absolute Katastrophe, es geht gar nicht. Nagelsmann hat dann so eine Trainingssession einführen lassen. Und die Lewandowski-Truppe hat leider verloren. Strafe waren Liegestütze. Er hat die Liegestütze natürlich nicht gemacht. Und beim zweiten Training ist er auch noch zu spät gekommen. Und das ist meiner Meinung nach, er ist nicht ganz okay, aber ich verstehe seinen Unmut ein bisschen. Ja. Aber ich glaube, es ist besser, verlässt ganz schnell die Bayern. Und ich habe auch schon gehört, 50 Millionen Euro, das Angebot von Barcelona liegt schon am Bayern-Tisch. Und in den nächsten Tagen ist der Transfer so gut wie sicher fixiert. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich dir irgendwas davon glauben sollte. Ich mach's. Wir sind einfach die Ersten, die das sagen. Ich kann das versichern. Du bist immer der Erste, der was sagt. Die Frage ist nur, ob es richtig ist. Das stimmt, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe meine Quellen. Ich habe meine Quellen, Leute. Für unser wunderbares Quellwasser, das du mir hier aufgetischt hast. Diese Sprichwörter da. Ich habe für dich jetzt etwas mit. Ja, sag was. Prost. Ein Bild auf Instagram gefunden. Mhm. Den kennst du sicher. Mhm. Schauen wir mal gemeinsam drauf. Da ist es schon. Ah, kennst du schon noch, oder? Kenn ich Wayne Rooney. Bitte? Der Pitbull. Wayne Rooney. Ronaldo hat ihn so genannt. Neuen Arbeitgeber jetzt. Ja. DC United. Ja. Zurück zu alter Wirkungsstätte. Hat auch schon gespielt dort bei Washington. Okay. Und der Taxi Funtas spielt dort auch jetzt. Genau. Und ist jetzt so gut. Und ist so gut, der Taxi Funtas. Muss ich mir vorstellen, dass der jetzt im All-Star-Team spielt sogar. Ja? Nicht schlecht. Ich sage jetzt nichts dazu jetzt. Ja. Ich sage auch nichts. Ich hätte gesagt, wir holen. Ist besser so. Aber ich finde es großartig, dass man, wenn man als Fußballer Entscheidungen trifft, und bei Rapid war er nicht mehr so glücklich, und er hat sich anscheinend für den richtigen Weg entschieden, und der Ercan Kara funktioniert auch ganz gut in der MLS. Deswegen, glaube ich, war das absolut die richtige Entscheidung für beide. Ja. Und die richtige Entscheidung auch, dass wir heute wieder zwei hochkarätige Gäste bei uns haben. Top-Gäste. Und jetzt hätte ich vorgeschlagen, holen wir sie zu uns, Chris, hier im Studio. Ja. Du darfst anfangen, bitte. Okay, Ladies and Gentlemen, mit einem sonderbaren, großartigen Applaus. Philipp Thonhauser, Admira-Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender der Bundesliga. Ich wünsche, darf ich du sagen? Servus. Hallo. Schön, dass du da bist, lieber Philipp. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Danke, dass du gekommen bist. Auch für dich gibt es natürlich ein sensationelles Quellwasser. Bitte drum. Bitte schön. Ich darf den nächsten Gast bitte ansagen. Wunderbar. Vielen Dank von dir, Chris. Ja, dann holen wir ihn auch zu uns, nämlich den alten Neuzugang quasi. Er war schon mal hier bei der Admira und ist jetzt wieder zurück. Patrick Pippo Schmidt. Servus. Dankeschön. Servus, Patrick. Hi. Servus.
Für dich habe ich leider kein Glas und du musst aus der Flasche trinken. Ich, kein Problem. Oder aus der Wasserflasche. Ja, ist wieder nett, gell? Na, ich bitte drum, Regie, bitte noch ein Glas Wasser, bitte. Also ein Gläschen, wenn es geht. Dringend, dass ich. Wirklich? Danke. Für den jungen Burschen, der gerade voll im Training ist, genau, oder? Genau, die müssen hydriert bleiben, sonst geht gar nicht. Wie läuft so die Vorbereitung? Sehr intensiv, aber war, glaube ich, auch gut. Wir haben super zusammengefunden, waren super Wochen. Wir freuen uns jetzt aber alle schon, dass es losgeht. Dass wir die Vorbereitung hinter uns haben und ja, wir brennen schon drauf. Was merkt man? Du bist, muss das Vorgespräch, muss man kurz erklären, er kommt rein, er ist ja nicht gegangen, du bist hier reingestürmt. Gut, oder? Wahnsinn. Nein, das ist aber ehrlich, Admira natürlich ein großes Thema und als Admira-Präsident, jetzt steht einmal die zweite Liga an, ist einmal, glaube ich, ein anderes Gefühl als erste Liga. Aber man kann sagen, lieber Philipp, du wirkst trotzdem sehr optimistisch, du lächelst die ganze Zeit. Also du freust dich schon auf die zweite Liga, kann man das sagen? Also ich freue mich darauf, dass wir wieder starten, okay. Auf jeden Fall. Also das ist immer eine schöne Zeit und die Jahreszeit, und man weiß, die Mannschaft, jetzt geht's wieder los und das fehlt der Fußball, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Und die zweite Liga wird eine neue Erfahrung, also da kann ich natürlich noch gar nichts sagen. Aber das Schöne ist, dass ich das Gefühl habe, dass die Mannschaft zusammengefunden hat, dass wir die richtigen Charaktere jetzt in der Truppe haben. Der Pipo da ganz vorne mit dabei. Und deswegen, auf das freue ich mich, wie dieses wirklich Admira-Gen-Team, wie das zusammenfindet und wie die Jungen sich da reinfinden. Das ist eine große Vorfreude. Weil du das schon ansprichst, ist das etwas, wo du das Gefühl gehabt hast, dass das in der vergangenen Saison vielleicht nicht so dermaßen der Fall war? Ich glaube schon. Also da muss man ganz ehrlich sein. Wir haben auch eine ziemlich kritische, wie soll man sagen, Fehlanalyse betrieben. Das muss man schon sagen, dass uns vielleicht dass ein Stück weit abhanden gekommen ist, so gar nicht einmal gewollt. Das passiert so mit einem Transfer zum nächsten. Und in jedem Team ist es so, da genügen ja oft kleine Puzzlesteine, die dann vielleicht das Gefüge ein bisschen auseinander geraten lassen. Und meiner nach ist uns das ein bisschen passiert. Dann haben vielleicht zu sehr auf die Top-Line-Performance geschaut und nicht so sehr auf das Intrinsische des Teams. Wie funktioniert die Mannschaft? Wie sind die Charaktere? Wie passen die zueinander? Und das können wir heuer nolens volens ausbessern und das Beste daraus machen. Wird's besser? Warum glaubst du, wird's besser als im ersten? Hat man gelernt jetzt oder? Ich glaube, dass das eins ganz wichtig ist und das weiß jeder, der in einem Team arbeitet. Das ist in der Familie so, im Job so, überall. Also im Fußball wird's halt sehr transparent und kriegst Woche für Woche die das Ergebnis präsentiert. Ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass die Charaktere einfach Leader sind und auch mit Herzblut und mit wirklichem Kampfgeist und mit Willen an die Sache rangehen. Das ist die Foundation und der Kern der Mannschaft, die erfahrenen Spieler müssen das ganz, ganz stark in sich tragen und nach außen kommunizieren. Und deshalb haben wir wirklich heuer geachtet, dass die Mannschaft, die wir jetzt da ausgewählt haben und auch wieder zurückgeholt haben, wie beim Pipo auch der Fall, dass die diese Eigenschaften mitbringen, dass die wirklich wollen und in erster Linie mal siegen wollen für die Admira. Und dann auf dem aufbauend kann man sagen, okay, dann spricht man Taktik, dann spricht man das Spielsystem, dann spricht man alle anderen Dinge operativ an und dann die Ergebnisse kommen, werden dann oben drauf gesetzt. Aber diese Kerneigenschaft des Teams, auf das haben wir ganz, ganz besonders Wert gelegt, bei dem orientieren sich auch die jungen Spieler. Ich meine, jeder, der da jetzt in den Lead geht bei uns im Team, oder viele davon, die meisten haben ja selber die Admira-Ausbildung durchlaufen und wissen, wie das ist, wie wichtig das ist, dass da ein absolut charakterstarkes Team den Kern bildet, die vorangehen. Und auf das freue ich mich, ob uns das gelingt hat. Pipo, ja. Du hast 2019, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe, die Admira verlassen in Richtung England, Barnsley und dann auch Dänemark, Esbjerg, wenn ich es richtig ausspreche. Ja. Wie waren so die letzten Jahre vor deiner Rückkehr jetzt in die Südstadt? Viele Up and Downs jetzt geben, aber ich glaube sehr lehrreich. Ich habe sehr, sehr viel mitnehmen können, eigentlich bei jeder Station viel gelernt, viele Erfahrungen machen dürfen und das versuche ich jetzt eben auch einzubringen. Ich habe doch viele Trainer auch erlebt, viele Spieler, viele andere Kulturen auch, wie man im Training sich verhält, was man danach, was man zusätzlich macht. Und da habe ich extrem viel lernen können und da bin ich sehr dankbar dafür und ja, wie gesagt, das versuche ich jetzt ein bisschen einzubringen. Also wenn wir schon von Trainer reden, dann reden wir doch über Roberto. Ein deutscher Trainer, oder? Heißt aber Roberto. Roberto. Ja, ich sag mal, es klingt sehr klanghaft, würde ich mal sagen. Vor allem, ja. Wenn du es aussprichst. Ja, Roberto, es klingt sehr gut. Wie ist der Roberto? Sagt ja, ich sag's wahrscheinlich nicht Roberto zu ihm, ihr sagt wahrscheinlich Herr Trainer, oder? Genau, wir sagen Trainer. Und wie ist der so drauf? Bringt er einen Schmäh rein oder wie schaut's da aus? Ich muss sagen, abseits vom Platz
sehr, sehr nett. Wirklich. Aber nur abseits. Ja, am Platz ist er sehr, sehr fordernd, okay. Wird oft laut, sagt natürlich deutlich, wenn ihm was nicht passt. Okay. Aber das ist auch gut so. Ich glaube, am Platz gehört das dazu. Mhm. Und wie gesagt, abseits vom Platz sucht er dann doch oft das Gespräch. Ist ja sehr, sehr nett, wie gesagt. Versucht auch, dass er einen guten Draht zur Mannschaft hat. Und ich glaube, das ist einfach extrem wichtig, auch im Fußball, wie er aktuell ist. Aber trotzdem darf halt das am Platz, muss das einfach da sein, dass man dann trotzdem gefordert wird. Und das setzt eigentlich sehr, sehr gut um. Von dem her passt die Mischung sehr, sehr gut, muss ich sagen. Du hast zuvor schon gesagt in unserem Vorgespräch, die Mischung in der Truppe passt auch so gut. Philipp hat es jetzt auch angesprochen. Was waren denn die Gründe für dich, wieder zurückzukommen zu Admira? War das auch ein Faktor? Ja, also absolut. Die Admira ist mein Herzensverein. Von Beginn an hat sich das so entwickelt. Ich war davor schon 9, fast 10 Jahre bei der Admira. Und ich habe einfach meine komplette Jugend, meine Kindheit eigentlich da verbracht. Und über die Jahre entsteht einfach so eine Bindung zu dem Verein. Ich habe es vorher im Vorgespräch auch schon gesagt, eigentlich kennt man sogar die Fans beim Namen. Jeden Einzelnen, gell? Jeden Einzelnen nicht, aber ein Großteil, ja. Möchtest du jemanden grüßen lassen? Ich möchte alle grüßen drei. Lassen. Also alles gut, alle, ja. Ja, sonst vergieße ich werden, das kommt auch nicht gut. Ja, so, das ist ja extrem unsympathisch. Ja. Deswegen, das lassen wir bei mir jetzt. Nein, aber also das war eigentlich so, auch in der Zeit, wo ich dann im Ausland war, habe ich diese Bindung eigentlich nie verloren. Ich war mit allen in Kontakt, sei es jetzt mit Personen aus dem Verein oder Spieler sowieso natürlich, aber das Ganze drumherum, auch die Fans, natürlich über Social Media. Ich habe ein bisschen eine Handyallergie, habe ich vorher mitbekommen. Chris hat eine Handyallergie, genau, ja. Ist nicht mehr sein. Ich bin was, weil ich jeden Tag nur... aus dem Alter wieder heraus. Ja, nein, ich schaue immer, ich kriege immer tolle Messages, ja. Ich lese mir durch, ja, du bist so super und so. Ja. Kommen nein, das ist genauso was. Nein, die kommen nur von dir, leider Gottes. Nein, das ist genauso wie bei euch in der Kabine. Ihr, seid ja, ihr kriegt ja nachher Matches, wenn ihr gewonnen habt. Ja. Nein, dann schaut ihr ja wahrscheinlich immer drauf und denkt sich... Ja, cool, ja. Na, wir überprüfen, ob wir wirklich gewonnen haben. Also ob das auch so in der App drin steht. Sehr gut, ist gut so, ja. Sehr gut, ja. Wo sind wir stehen bleiben jetzt beim Ja, genau, also über Social Media kann man halt auch natürlich mit den Fans in Kontakt bleiben. Ja. Und wie gesagt, das ist nie abgerissen. Und wir haben es, also 2-3 Mal war es im Gespräch während meiner Auslandszeit, dass ich vielleicht schon mal zurückkomme. Es ist aus welchen Gründen auch immer, unterschiedliche Gründe, dann nicht zustande gekommen, aber es war so immer irgendwie für mich klar, das ist noch nicht gewesen. Also ich muss zu meinem Verein wieder zurück und jetzt ist es halt soweit und ich brenne wirklich dafür. Also das ist mein Verein und ich freue mich wirklich auf die Zeit. Philipp, als Admira-Präsident, ja, da ist man ja dann, da macht man halt wahrscheinlich dieses administrative Zeug da, oder? Auch unter anderem, ne? Viel, ne? Ja, nehme ich an, ich weiß nicht, was man als Präsident. Man präsentiert den Verein und so, aber man ist natürlich auch, man möchte auch ein bisschen bei der Mannschaft sein, oder? Bist du auch einer, der keine Ahnung, bei manchen Spielen dann in die Kabine läuft und sagt, hey, Burschen, geh mal Gas oder in der Halbzeit mal plötzlich dort erscheint und eine Rede, hey, kann das passieren oder wie schaut das aus? Bist ja, du klar, ich mache die Aufstellung, ich bin über der mache die Vorbereitung. Also du musst ja die ganze Doppelposten hast das, oder was? Der Trainer bist da noch. Ist ja geil. Vielleicht unterstützt du Roberto, keine Ahnung. Kann ja sein. Nein, also es ist so, ich dadurch, dass ich, ich meine, wenn man das so ein Amt macht oder so eine Funktion ausübt, muss man schon ein bisschen fußballdeppert sein und die Freude haben. Ja. Und ja. Gerade die Admira ist mir extrem ans Herzen gewachsen. Ich habe dort selber viel Zeit verbracht als junger Spieler und habe einfach eine starke Bindung auch. Ja. Und dann kommt da mal diese Energie und Freude dazu. Das ist immer die Voraussetzung. Ja. Oder für mich die Voraussetzung gewesen. Und ich bin aber dennoch ein Verfechter der strikten Aufgabentrennung, sodass das wirklich also Aufgabe, Kompetenz, Verantwortungsdeckungsgleich ist. Das heißt, alle sportlichen Agenden, all die Themen, die den Sport betreffen, sollen auch beim verantwortlichen Sportdirektor beheimatet sein. Mhm. Natürlich tausche ich mich gerne aus, vor allem wenn es um die Fragen eben der Charaktere geht, so nach dem Motto Vetorecht, ja, diese Dinge haben wir schon rausbedungen. Aber ansonsten möchte ich das sportliche Team so arbeiten lassen. Ich versuche trotzdem, und das ist mir einfach aus einer menschlichen Ebene wichtig, und das zeichnet die Admira-Familie aus,
zu den Spielern ein gutes Verhältnis zu haben. Natürlich zu den Älteren ein bisschen mehr, zu den Jüngeren wächst erst ein bisschen, das wird dann vielleicht später kommen. Aber ich finde, das ist, ohne da jetzt sozusagen dann die Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen, das will ich wirklich vermeiden, geht es mir darum, dass man, glaube ich, als Familie auch im Austausch ist, im Freundschaftlichen. Und ich glaube, so prägen wir das, so halten wir das. Und ich bin gern beim Training dabei, schaue mir gern die Trainings an ab und zu, wenn ich Zeit habe, und die Spiele auch natürlich. Ab und zu, ja, treffen wir uns beim heurigen Abend oder so. Aber ansonsten ist das schon... Am heurigen? Beim heurigen. Ja, das kann auch passieren. Auf ein Soda-Zitronen nehme ich an. Da wird nur Traubensoda. Quellwasser. Das habe ich mir doch gedacht. Was? Der Unterschied ist, beim heurigen gibt es für jeden was zu trinken. Nicht so wie hier bei uns. Wir haben noch Fragen. Wir haben Fragen von unserer tollen Community. Ich lege mal los. Und zwar fangen wir an mit, so viele Fragen. Moment, da können wir Josef CL, Champions League wahrscheinlich, oder? Hallo Präsident. Wie ist die Mentalität im Verein im Moment und was ist das Ziel, das Sie in dieser und in der nächsten Saison erreichen wollen? Danke, Smiley. Also ich glaube, ich gibt's eine ganz klare Zielrichtung, oder? Smiley zurück. Genau. Wann ist der Aufstieg geplant? Plant man jetzt schon? Sagt man, okay, im ersten Jahr geht's zack, zack, auf, oder sagt man, okay, man lässt sich Zeit? Es ist die Dynamik im Fußball. Ist so, das, was wir planen können, ist eben... Kernteam, du kannst nur den Input planen. Den Output kannst du ja nicht wirklich planen. Du kannst nur sagen, du gibst das Optimale, dass die Voraussetzungen stimmen. Die Einstellung der Spieler, die Taktik, das Trainerteam, die Infrastruktur. Man hat gerade einen neuen Rasen gelegt für Geld, ja. Das können wir beeinflussen. Ja. Habt ihr gelegt den neuen Rasen? Ja. Beheizt? Natürlich. Sehr geil. Immer das passt. Nur das Beste. Immer für die zweite nur Liga. Nur das Beste. War wirklich cool. Das war auch schon vorher geplant. Okay. Das war einfach nicht mehr optimal. Aber zurückzukommen, das können wir steuern. Und wir gehen davon aus oder versuchen, eine Mannschaft zu formen und eine Infrastruktur zu bieten, dass das möglich ist. Und wir planen oder wir wünschen uns, dass innerhalb von 3 Jahren das auch wirklich realisiert wird. Das ist so die Wunschvorstellung. In 3 Jahren? Maximal in drei Jahren. Genau. Das ist unser Plan. Das Ziel, ja. Okay. Aber es ist tatsächlich wirklich schwierig, das sportliche Ergebnis punktgenau zu planen. Das ist im Fußball, gerade im Fußball, auch mit unseren Ressourcen so nicht umsetzbar. Da spielen viele Faktoren zusammen. Das ist Tagesverfassung etc. Ja. Aber ich rechne mal davon, dass wir schon ein Wörtchen mitreden werden und uns gut präsentieren. Aber man hat es bei St. Pölten, glaube ich, gesehen. Also da hat man auch gedacht, okay, das geht relativ zackig wieder rauf. Ja, und da hat man gemerkt, dass die schon sich ein bisschen schwer tun mit der zweiten Liga, weil man darf die zweite Liga auf keinen Fall, glaube ich, unterschätzen. Wahnsinn. Die spielen sehr stark, körperlich vor allen Dingen sehr, sehr stark mit dabei. Und auch wenn du aus der ersten Liga kommst, so leicht wird es dann doch nicht, wie sich die meisten das vorstellen. Ne? Also das wäre der größte Fehler, wenn man jetzt sagt, da marschiert man drüber und wir sind, was ich wäre und so weiter, kommen wir uns da, so ein Blödsinn. Ja. Wir sind hier und jetzt angekommen in einem irrsinnig starken Bewerb, wo wir halt auch unfassbar gute Mannschaft, ich meine, man muss sich nur anschauen, den Kader von Blau-Weiß Linz, wie die performen, auch in den Vorbereitungsspielen sieht man es. Vienna wird sicherlich für Überraschungen sorgen. Ja. Es ist der Gärkader, der sich extrem stark aufstellt. Ja. St. Pölten ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Also das sind ja lauter, wenn man so möchte, Großvereine, die wir da vor Augen haben, und da darf man nicht vergessen, auch Lafnitz, FAC, das ist ein richtig starke Gegner. Und ich glaube, da den Fehler zu machen, das zu unterschätzen, ist fatal. Aber so wie ich das mitbekomme, das ist weit weg davon, das falsch einzuschätzen. Philipp, du hast jetzt die Frage vom Christopher Hinterhauser schon fast beantwortet. Ja. Das passt sehr gut. Ich gebe sie an dich noch weiter, Pippo. Wer wird denn im Kampf um den Aufstieg der härteste Gegner werden? Ich glaube, da gibt es einige Kandidaten, wie auch schon angesprochen worden ist. Können alle Rolle spielen. Ich glaube auch, man hat es letztes Jahr gesehen, beim FAC hat auch keiner gerechnet, weil die halt die letzten Jahre immer unten mitgespielt haben. Aber dann kommt man eben als Team in einen Lauf, und das passiert eben auch nur, wenn man ein wirklich gutes Mannschaftsgefüge hat, dass man dann auf einmal 8, 9 Spiele am Stück gewinnt, und dann ist man, obwohl man nicht damit gerechnet hat, auf einmal oben dabei. Also ich glaube, neben den genannten Vereinen kann es trotzdem immer wieder andere nacherwischen, auch die jungen Teams von den Bundesligisten darf man auch auf keinen Fall unterschätzen. Liefering spielt sowieso immer eine große Rolle. Und es sind immer wieder, auch bei Austria und Rapid, kommen immer wieder sehr, sehr gute junge Spieler nach. Und da kann es genauso passieren, dass die mal oben mitspielen. Also es ist egal, welcher Gegner das ist, man darf einfach keinen unterschätzen.
Und von dem her ist es ganz schwer zu sagen, wer da jetzt wirklich ja, die Nase vorn hat oder wer da jetzt ganz oben dabei ist. Aber Blau-Weiß Linz ist natürlich die letzten Jahre immer schon sehr konstant auf einem Top-Niveau in der zweiten Liga unterwegs gewesen. Und ich denke, die werden auch nach wie vor in der Rolle sein, wo die den Anspruch haben, dass sie einfach aufsteigen wollen noch. Und ja, wir werden versuchen, das zu verhindern. Aber wie eh schon angesprochen worden ist, es wird auf keinen Fall leicht. Und ich glaube, es gibt ja auch, habe ich so gehört, diese Statistik, dass seit 26 Jahren kein Absteiger wieder aufgestiegen ist. In der ersten Saison. In der ersten Saison, genau, ja. Und das sagt eh schon alles auch über die Liga aus. Also da ist eine Riesenqualität da. Und das gilt jetzt einmal, ja, versuchen einzuschätzen, was auf uns dazukommt, die nächsten Spiele. Also, wir haben jetzt schon ein bisschen in die Admiral-Bundesliga hinübergeschielt. Ich hätte vorgeschlagen, wir schauen uns auch an oder machen einen Ausblick nochmals in die Bundesliga. Da war ja die Auftaktspressekonferenz vor kurzem. Fangt ja am gleichen Wochenende wieder an wie die Admiral zweite Liga. Und deswegen schauen wir jetzt einmal hinein in ein paar Impressionen von der Auftakts-PK der Bundesliga. Und dann reden wir noch weiter über die Möglichkeiten der Admira. Fazit zu ziehen. Also uns sind alle Ziele, die wir uns gesetzt haben, vor der Saison aufgegangen. Das war einmal den Namen Admiral in der Bundesliga und zweiten Liga zu etablieren. Das ist uns sehr rasch gelungen. Zweites Ziel war einfach, die Marke noch bekannter zu machen. Auch dieses Ziel haben wir sehr rasch erreicht. Wir sind heute im Sportsponsoring-Bereich die siebtbekannteste Marke in Österreich. Und das dritte Ziel war einfach, unsere Kundenstruktur, unsere Kundenfrequenz in den Filialen im Internet zu vergrößern. Und auch dieses Ziel ist uns gelungen. Und damit sind wir also mit der ersten Saison sehr zufrieden. Die Vorfreude auf die Liga und auf die anderen Top-Teams ist riesengroß. Wir haben eine riesen Euphorie in Lustenau. Und ja, wie gesagt, ich glaube nicht nur Lustenau, die Spieler, die Trainer, der Verein, sondern halb Vorarlberg freut sich auf die Bundesliga. Ja, man kann Admiral nur Danke sagen. Wir sind immer noch sehr glücklich, mit Admiral einen Partner für beide Ligen gefunden zu haben. Das ist erstmalig und, glaube ich, auch ein guter Weg in die Zukunft und hoffentlich ein guter, langer, gemeinsamer Weg mit Admiral. Wir glauben, dass wir noch ordentlich Potenzial haben, dass wir noch weitere Ziele erreichen können und wir sind für die zweite Saison auch sehr zuversichtlich. Was hast du? Das warst du, Chris. Wir kennen dich schon gut genug. Nein, du warst ja, Philipp, du warst ja vor Ort, glaube ich. Ja. Wie war das Buffet? Hervorragend. Nicht ausreichend, aber nicht hervorragend. Nicht ausreichend, das sagt schon einiges aus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber eigentlich wollte ich fragen, Sascha Kalajdzic, ganz eine wichtige Personalie, hat ja bei der Admira gespielt und ich weiß, ich habe ja Insider-Informationen und du weißt Bescheid, okay. Ich weiß, ihr seid ja, glaube ich, mit 12% am Weiterverkauf beteiligt. Ich wollte nur wissen, ob es stimmt, Markus. Ich habe gelernt, bei dieser Frage stoisch ruhig zu bleiben. Aber es wär einerseits, glaube ich, ganz cool, wenn er zu Manchester, wie gesagt, ich habe gesagt, dass es besser bleibt, noch ein Jahr in Stuttgart, damit er einfach noch stärker, stabiler und insgesamt einfach besser, noch besser performt. Aber wenn er jetzt zu Manchester United dann weiter verkauft wird, dann seid ihr ja
Es ist kein Schaden für das Mir. Nein, es ist kein Schaden. Aber ihr plant dramatisch. Aber ihr plant es nicht mit dem Nein, Budget, das oder? Kannst du nicht planen. Das ist wirklich, also das haben wir schon gelernt. Das ist ein Problem, ja, weil du in der Euphorie und wenn du hörst das ja als Verein auch nur aus Medienberichten oder aus so halbgefährlichen Quellen. Also das ist, damit zu planen, wäre fatal. Ich habe gesagt, nein, das ist ein wirklich Marmelade, ein Butterbrot, wenn es kommen sollte. Und wenn nicht, werden wir auch gut weiterkommen. Auf jeden Fall, wir sind da wirklich nur Passagier. Wichtig ist, dass der Sascha für sich die richtige Entscheidung trifft. Und ich wünsche ihm da wirklich das Allerbeste. Er ist so ein cooler Typ. Und wir tragen ihn im Admira-Herz, das kann man sagen. Ist das ein Jahresbudget, kann man sagen, die 12%? So schlimm ist es nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Betrag, mit dem wir gerne arbeiten würden. Ne? Also der Rasen geht sich aus. Ne? Als Sportjournalist muss man nachhaken. Ich bin beeindruckt von Dankeschön dir. Dankeschön vielmals. Also, Sascha hat den Sprung nach England vielleicht dann noch vor sich. Pippo, du hast den schon hinter dir. Und der René fragt auch, würdest du den Schritt nach England nochmals wagen? Würde ich schon machen. Also ich glaube, keine Entscheidung, die ich bis jetzt getroffen habe, würde ich im Nachhinein anders machen, weil ich eigentlich in dem Moment überzeugt war, dass es das Richtige ist. Ich habe es vorher schon gesagt, die Admira ist mein Herzensverein. Es ist mir natürlich sehr, sehr schwer gefallen, dass ich die Admira verlasse, aber es war einfach in dem Moment eine Chance, die ich wahrnehmen wollte. Ich war halt doch noch sehr jung auch. Und dann hatten wir irgendwie die Chance nach England, was so ein bisschen das Mutterland des Fußballs ist. Und die will man dann einfach irgendwie wahrnehmen und man versucht sich dort durchzusetzen. Und ja, das Angebot war sehr gut damals. Wir waren in guten Gesprächen, hat sich der Verein auch sehr bemüht. Und deswegen habe ich einfach mal gedacht, ich muss es jetzt machen und werde dann meinen Weg gehen. Und von dem her würde ich das schon nochmal so machen, ja. Okay, aber zweite Liga hast du ja gespielt, gell? Genau, ja. Ist ja auch voll besetzt, glaube ich, in England. Da ist ja wirklich, die Stimmung ist ja ein Wahnsinn eigentlich. Ja. Das ist ja das kann, wie erste Liga halt, aber es ist wirklich alles pumpvoll. Die nehmen das richtig mit, die Fans. Wie ist denn die zweite Liga im Vergleich jetzt dazu zur österreichischen zweiten Liga? Kann man die miteinander vergleichen, glaubst du? Nein, kann man absolut nicht vergleichen. Also nicht von der, ich meine jetzt vom Sportlichen jetzt natürlich. Ja, natürlich. Nein, kann man gar nicht vergleichen. Also ich würde fast sagen, dass eigentlich ein anderer Fußball ist. Es ist viel, viel körperbetonter. Es geht sehr viel über lange Bälle, zweite Bälle, sehr viel Zweikämpfe. Weniger jetzt im technisch-taktischen Bereich, also schon auch. Es ist mehr Einzelspieler geprägt, würde ich sagen. Aber zu dieser körperlichen Robustheit von jedem Team, also da wirklich, da steht mal ein Stürmer vorne und da glaubst du, sind zwei, drei Türsteher neben dir. Wirklich so gesehen? Ja, es ist wirklich was anderes einfach. Okay. Also es ist ja eigentlich ein anderer Fußball, aber war auch eine coole Erfahrung. Man muss sich dann gegen solche Henker durchsetzen und da nimmt man halt ein bisschen was mit. Und von dem her war es, wie gesagt, ein Schritt, den ich schon nochmal so machen würde, weil es einfach was Neues ist. Der Martin fragt da, dazu passend, Ronaldo oder Messi, wenn wir schon von Stürmer sprechen. Ja, Premier League dachte ich mir, das ist ja wohl Ronaldo, Messi. Ronaldo ist ja okay, Manchester. Ja. Also Ronaldo ist natürlich ein brutaler Arbeiter, der sich alles wirklich erarbeitet hat, was er erreicht hat. Und da habe ich einfach größten Respekt. Aber ich glaube, wenn man es rein an den fußballerischen Fähigkeiten nimmt, dann muss es der Messi sein, weil der kann einfach alles mit der Kugel und das ist jedes Mal eine Freude, wenn man dem... Bin ich nicht der Meinung. Nicht? Nein. Was sagst du? Ich sage Ronaldo. Ja, weil? Ich sage Ronaldo, weil ganz einfach, weil Ronaldo in jeder Mannschaft funktioniert. Das stimmt, ne? Ja, und das, glaube ich, hat noch keiner geschafft. Das ist egal, wo du ihn reinstellst, ja, der schießt da überall die Tore. Mit 37 in der Premier League, das ist unfassbare Leistung. PSG, Ligue 1, ich sage ich einmal, ist fast so wie zweite Liga Österreich. Nein, nicht so schlimm, ja. Stark sind sie auch so wieder. Stark, nein, stimmt, noch schlechter. Super League, sage ich, ja. Nein, Spaß. Nein, aber jetzt im Vergleich, jetzt ehrlich, jetzt, ja, ich meine, das PSG ist ganz lieb, was die da spielen in der Liga. Und natürlich, wenn du die besten Leute hast, dann musst du ein bisschen weiterkommen, ist logisch. Aber das ist ja ein Freizeitkick immer. Ja, die spielen dann gegen Lille ein bisschen Dramatum und so, das ist alles ganz nett und so. Aber Ronaldo spielt bei Manchester United, ein absoluter Verein, der nicht funktioniert. Und der ist der einzige, der funktioniert und alles zerstört. Ich meine, und egal, wo du ihn hinstellst. Ja. Und das Geile ist bei ihm, er reißt immer
Rede ich zu viel oder geht's? Nein, nein, super interessant, super. Ja. Super interessant. Nein, ich könnte mich ruhig unterbrechen. Ob man einen Top holen sollte. Ich finde, das, was ich so spannend finde, der reißt immer die ganze Mannschaft an sich und motiviert die Jungen. Das einzige Schlechte ist, finde ich, wenn Ronaldo in eine Mannschaft kommt, dass die anderen einfach zu viel Respekt haben und dann selbst nicht mehr den Mut haben, selbst dann Abschlüsse zu suchen. Das ist das einzige Negative, finde ich, bei Ronaldo. Weil die haben dann einfach, die verlassen sich dann hundertprozentig die Mannschaft nur auf ihn, alles ist auf ihn aufgebaut und jeder zieht sich so ein bisschen zurück und der Ronaldo ist heilig und keine Ahnung was. Das ist das Einzige, was ich so in den letzten Jahren beobachten durfte. Man merkt, dass du Fußballanalyst warst, selber, wirklich? Nein, gar nicht, aber ich bin ja... Oder Großräder. Nein, aber jetzt hast du einen Stürmer, so einen, wo du sagst, das ist mein Vorbild oder so? Also grundsätzlich hat es drei in meiner Karriere gegeben. Ganz am Anfang war es der Inzaghi, deswegen habe ich auch meinen Spitznamen Pippo, ja. Den ich damals sehr bewundert habe. Dann war es der Ori, der mir extrem, ja, taugt hat, seine Abschlüsse so mit der Innenseite ins lange Eck waren immer, das war immer so das, was ich unbedingt auch können wollte. Und jetzt am Schluss hast du dann der Luis Suarez mit seinen tiefen Läufen, seinen Bewegungen und so und immer auch ein bisschen. Steht immer richtig. Ja, genau. Und das war einfach so, waren die drei Spieler, die mir am meisten so imponiert haben und wo ich mal was abschauen wollte. Und also keiner von den beiden vorigen genannten, die natürlich Weltklasse-Spieler sind, aber für meine Position oder für mein Spiel wollte ich mir vor den drei so ein bisschen was mitnehmen. Jetzt wissen wir endlich, ja, warum du Pippo genannt wirst. Ja. Eine Frage, Philipp. Wenn du jetzt endlich die 12% kriegst vom Sascha, also, ja, du hast dann viel Geld, ja, und du möchtest einen geilen Transfer machen, einen so einen richtigen fetten Transfer, ja, ja, du kannst dir das aussuchen. Wen würdest du nehmen? Chris Stefan für den Stadionvorplatz. Ja. Stadionsprecher, Stadionsprecher, oder? Nein, der muss während des Spiels leise sein, das geht schon schmackhaft gemacht. Den Ronaldo, aber der ist doch zu alt, oder? Hast mir jetzt gerade aber ist er nicht zu alt? Ich meine, wenn du das für die Zukunft schaust, ist es irgendwie noch billiger. Ja, genau, deswegen geht es so. Nein, also ich glaube, das ist ganz schwer zu beantworten, weil die Kunst ist ja nicht so sehr viel Geld auszugeben für Spieler. Okay. Das ist ja nicht unbedingt das, was unseren Weg auch auszeichnet. Für mich steht immer im Vordergrund, wenn ich mir unsere Akademiespieler, unsere Juniorspieler, Florian Treiskirchen in Zukunft, die zu uns kommen, die Spieler anschaue, da muss ja immer im Fokus stehen, der zu uns kommt, muss ja um vieles besser sein als die eigenen. Ja? Das ist für mich so das Pegelmaß. Ja. Und da muss ich ehrlich sagen, wenn man dann die Spieler anschaut, wenn man jetzt wieder, ich meine, du kannst das sicherlich noch besser berichten, da kommen Jungs dazu, das ist Wahnsinn. So wie der Pippo halt vorher. Gutes Material. Das Material, wie das Wort, würde ich nicht in den Mund nehmen, aber. Das sagt man das nicht so? Ja, vielleicht, ich sag's nicht, also, weil das sind Menschen, die einfach. Also, tut mir leid, das sage ich das auch nicht. Aber die Journalisten reden so, ja. Immer, so, immer so, der Trainer hat da Material, ja, und so. Ja, ich nehme mich zurück, ich sage natürlich die Jungs, wie schaut's aus, ja? Ich finde auch, das sind einfach super Jungs, die bei uns ausgebildet werden. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Kriterium. Und da muss man auch ehrlich sagen, um jetzt jemanden zu holen in einer Preisklasse, die für die Admira absurd ist, das würde auch nicht passen. Ja. Man darf nicht bedenken, diese Leute kosten ja auch dann viel Geld und dann stimmt es womöglich in der Kabine die Hierarchie nicht mehr. Dann kommt der vielleicht zu uns und spielt dann einmal beim Schlechtwetter vor 1000 Zuschauern. Also der kann ja auch nach unten, das Ganze kann ja auch südwärts gehen. Ja, ohne. Also ich bin eher dafür, selber zu entwickeln, punktuell zu verstärken, wo es passt, das muss nicht immer mit einem großen Price-Tag verbunden sein. Ja, na, dann ist die Range nach oben natürlich wesentlich größer. Na klar. Also, wenn es günstig ist, ist ja logisch. Genau. Aber das ist das normale Business. Natürlich. Da brauchen wir nichts, da kann man ja offen drüber reden, das ist ganz normal. Und jeder, der im Fußball, ist ja so, der im Fußballbusiness dabei ist, nur hofft natürlich, so ein Sascha Kalajdzic ist natürlich Optimalfall, Donaufeld kommt da, zack, und dann weiter und optimal. Genau. Optimal. Er lacht schon. Schau mal, wo es mit dir hingeht. Wie hast du ein Ziel gesetzt? Du bist schlechter Stürmer, gell? Das darf man nicht sagen, oder? Oder hast du dir, weißt du, sagst du, okay, ich mache 10, 20 Tore? Oder? Grundsätzlich würde ich gerne jedes Spiel gewinnen und in jedem Spiel treffen. Ist das eine diplomatische Antwort? Ja, nein, das ist immer so, diplomatische Antwort. Mir ist immer scheiße, mir ist wichtig, nein. Ich glaube, die diplomatische Antwort, das erste Mal ist mir wichtig, dass wir als Mannschaft gemeinsam gewinnen. Genau, ja. Das ist die diplomatische Antwort. Mir ist egal, wer ein Tor schießt, Hauptsache wir gewinnen. Ich will schon gerne das schießen. Das ist so der Standardspruch, gell? Aber du willst schon gerne. Ich würde schon gerne schießen, ja. Das gehört auch so. Ja. Das ist so das Äußerl für einen Stürmer, gell? Das braucht man. Schon, ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich unglücklich bin, wenn wir gewinnen und ich schieße kein Tor, aber
Aber es fehlt was, gell? Es fehlt was, genau. Also, ja, aber es ist wirklich so, ja. Also ich kann nicht von mir sprechen jetzt, ja, aber ich kann mir das vorstellen, dass da einfach, du sagst, okay, es war okay, das Spiel, ein Assist gemacht, aber das Tor juckt mich schon. Ja. Und ich glaube, es ist auch, das ist ein Anspruch, den ein Stürmer haben sollte. Genau, so ist es, ja. Und ich glaube, hat auch so gut wie jeder Stürmer. Also geht jedem so, wenn man ein Tor macht, dann fühlt man sich einfach besser danach. Und ja, das treibt dann eigentlich umso mehr an. Also Sex oder Tor, kann man das fragen? Nein, kann man nicht. Eine Plus 18 Sendung. Nein, kann man nicht. Eine Plus 18 Sendung. Kann man nicht, ja. Gleich. Ich glaube, meine Freundin schaut zu. Okay, aber da hat sich die Antwort schon erledigt, danke. Also wir wissen schon, was du meinst. Also Torschießen ist einfach Torschießen ist schon sehr gut. Okay. Siehst du? Man muss alles raus unter der Sendung. Das ist ein Wahnsinn, wie du das schaffst. Wie du das schaffst, als Sport, ist ein Wahnsinn. Als Sportjournalist muss man immer dranbleiben. Es ist beides super. Also jetzt. Super diplomatisch wieder von dir. Und ich versuche, Chris, dein Niveau wieder etwas zu heben, wenn ich darf. Kurze Frage aus dem Chat. Das, ja. Die mehrere interessiert, weiß man schon, wer der neue Admira-Kapitän sein wird in der neuen Saison? Also ich glaube, das weiß man. Weiß nicht, wie weit ich schon... Ja, ich. Also ich glaube, ich bin es. Also ich schätze den Twiis. Also so habe ich das auch davon aus. Vernommen. Ich möchte jetzt den Mannschaftsrat nicht vorweggreifen. Oh, aber ich glaube, ein Kapitän muss doch einer sein, der so ein bisschen Erfahrungsschatz hat, oder? Und der die Mannschaft erreicht und der einfach mit den Leuten immer ein Ohr offen hat, oder? Für die Leute. Ja, und das hat der Zwie absolut. Mhm. Also der Zwie war auch schon jahrelang bei Admira, bevor er dann zu Austria gegangen ist. Und hat eine mega Erfahrung, ist ein super Typ. Versteht sich auch natürlich, wie die ganze Mannschaft eigentlich mit jedem Spieler, hat für jeden immer offenes Ohr und auch wertvolle Tipps. Also ich der ideale Kapitän und absolut verdient. Also einen guten Kapitän. Habt einen guten Kapitän, da kann also nichts schief gehen in der ersten Saison. Ne? Was das betrifft, auf jeden Fall nicht. Worüber ich noch kurz sprechen möchte, Philipp, mit dir, du bist ja nicht nur Admira-Präsident, sondern auch Aufsichtsratsvorsitzender der Admiral Bundesliga. Wie kann man sich da den Aufgabenbereich von dir vorstellen? Wir haben als Aufsichtsrat eine Sitzungsroutine von 4 bis 6 Sitzungen im Jahr. Und unsere Aufgabe ist es einfach, die vom Geschäftsführer vorgeschlagenen Agenten und Themen, um die Bundesliga zu entwickeln, zu besprechen und in irgendeiner Form auch für gut zu heißen und abzusegnen. Das ist unsere Pflicht. Wir vertreten sozusagen alle Clubs von oben und von der zweiten Liga und versuchen hier Feedback zu geben, einzubringen, der Geschäftsführung auch ein gewisses Maß an Guidance zu geben, neue Ideen zu geben. Aber es haben operativ jetzt im Sinne nicht die tägliche Arbeit damit. Ja. Bei mir ist es vielleicht noch kommt ein bisschen mehr dazu, weil klar, es sind also gewisse Dinge oftmals abzusegnen oder zu unterschreiben, Protokolle querzulesen, solche Dinge. Es hält sich zeitlich jetzt, es ist machbar, ja. Und macht vor allem Spaß, es ist auch eine verantwortungsvolle Tätigkeit. Also es ist aber nicht so wie im Verein, wo man das als in meiner Funktion viel mehr involviert ist natürlich. Also es ist wie eine richtige Aufsichtsratstätigkeit. Mhm. Und der Aufsichtsratsvorsitz, ja, ist, wenn man, kann man sich ja durchlesen auf unserer. Ja, gerne, wir lesen das jetzt einmal vor. Ich glaube, wir können es kaum. Paragraph 1. Ja. Aber spannende Frage auf jeden Fall von deiner Seite. Ich fand meine spannender, ehrlich gesagt. Ja. Na, das sehe ich anders. Gut, damit wir die Seriosität waren, war das natürlich jetzt ein wichtiger Punkt. Du hast jetzt die Antwort abgeschnitten. Mich würde nur persönlich, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Nein, du hast den Philipp unterbrochen. Entschuldigung, Philipp, ja. Aber mich interessiert das auch, dieses Aufsichtsratsvorsitzender. Was ist denn gerne der Aufsichtsratsvorsitzende gerne? Was ist denn dein Lieblings? Nein, ich habe am liebsten vom Czesniewski die Liptau-Brötchen. Ehrlich jetzt? Ja, die sind die besten. Liptau-Brötchen? Ja. Hervorragend. Liptau-Brötchen, kein Spaß. Was ist dein Lieblingsessen? Salat mit Hühnerbrust. Salat mit Hühnerbrust? Na, aber Salat, also das war die offizielle Antwort. Das war die Fußball-Antwort, okay, aber eigentlich, ja, ich bin schon ein Schnitzel-Fan. Also, du bist ein Schnitzel-Fan, ja. Ich versuche es nicht zu oft zum Essen, aber dann, wenn wir es verdient haben, dann würde ich mir schon gern eins genehmigen. So ein Schwein, also ein schönes Hühnerschnitzel. Ja, oder Hühnerschnitzel. Was isst du eigentlich gerne? Du isst relativ. Ich habe dir einmal schon gesagt, dass ich Schnitzel esse, aber offenbar hörst du mir nie zu, wenn ich mit dir rede. Weißt du, was ich gerne esse? Ja. Na, Six, hörst du nicht zu. Ich will es auch nicht wissen. Boah, das ist das. Okay, ich habe noch habe ich das erzählt? Ich habe so ein Spiel mitgebracht. Das hätte mich gewundert, wenn du kein Spiel mitbringst. Ein Überraschungsspiel. Das weiß auch keiner. Ich habe es auch niemandem eingeführt. Ich mache es immer spontan, weil sonst sagen die vorher nein und dann ist es dann blöd.
Ja. Das Blöde. Deswegen machen wir das gleich, das Spiel, ja. Aber es ist nicht so schlimm, das Spiel. Gut. Es ist wirklich ganz. Philipp, wir bleiben seriös, mach dir keine Sorgen. Ja, mach dir keine Sorgen. Wir würden ab sofort das Spiel immer mit unseren Gästen spielen. Ich habe das jetzt so beschlossen. Okay, schön. Und zwar, wir spielen Folgendes, aber du hast noch eine Funktion. Mach dir keine Sorgen. Und zwar, wir spielen das Ja-Nein-Spiel. Ihr dürft 60 Sekunden, stelle ich euch Fragen. Und, also immer abwechselnd. Also nein, immer jeden einzeln. Ja? Und ihr dürft du hast aber schon einmal auf die Uhr geschaut, oder? Ja, wir haben Zeit. Also, und du darfst in den 60 Sekunden kein Ja und kein Nein sagen. Ja, sonst darfst du alles sagen, aber kein Ja und kein Nein. So, und wir schauen einfach, wer es am längsten schafft, und wir werden dann ab sofort so eine Chartliste einführen mit der Uhrzeit, wer es am längsten schafft. Und dann der am Ende gewinnt, der darf dann bei der Admira bei einem Spiel als Flitzer durchlaufen. Na, das war jetzt übertrieben. Das war übertrieben. Davor auch schon. Davor nicht. Fang an. Ich fange an. Gut, wo ist meine Hupe? Ich habe mir gedacht, was, wir fangen an mit dir, Philipp. Sollen wir mit dir anfangen? Hat dein Handy zuerst geklingelt? Okay. Da war ein Anruf. Nein, das war nur meine Mama. Warte kurz, wir machen das mit der Zeit. Nicht vorher gesagt, wenn das Handy klingelt, zahlt mal Runde oder so? Ja, aber... Da ist ja der falsche Ansprechpartner. Okay, pass auf. Also, Stoppuhr. Du machst die Uhr, einfach auf Start drücken, 60 Sekunden und sobald ich... Das ist deine Funktion dann, oder? Ja. Meine Funktion, das ist seine Funktion. Du hast 3 Likes bekommen. Ja, ist ja wurscht. 3? Ja. Geil. Ich habe jetzt nicht mal einen. Good for you. Ja. Okay, geht's los? Geht schon. Okay, wir fangen mit Philipp an. Aber ich kann auch da Fragen vielleicht auch darstellen. Also kein Ja und kein Nein und Schnellzüge antworten, keine Fremdsprache, nichts. Keine Fremdsprache, okay. Nein, schade. Okay. Geht's los? Und los geht's. Also, es geht los, ja? Alles klar? Ist in Ordnung. Du bist verstanden. Ich bin auf jeden Fall dabei. Bist dabei. Also, Admira steigt auf? Das kann man uns noch nicht sagen, aber wir bemühen uns. Ihr bemüht euch. Habe ich das richtig verstanden? Bist du froh, heute hier zu sein? Naja, es ist so. Naja, da war ja oder na, danke, das Spiel ist vorbei. Na und ein Ja, gell? Wie viele Sekunden haben wir? 17. 17 Sekunden. Okay. Philipp. Wahnsinn. War nicht so gut, gell? Total. Brutales Spiel, gell? Total. Okay, Pippo. Können wir Zeit lassen bei der Antwort, oder? Natürlich. Nein, 3 Sekunden hast Zeit. Okay, solltest du, ich beschließe es einfach, sollte er länger schaffen. Durchhalten, ja. Achso, ich habe schon auf Start gedrückt. Achso, na, sollte er länger durchhalten, dann kannst du ihn ja einmal einladen auf einen Hühnerstreifensalat. Das machen wir. Ist das stark? Beschlossene Sache. Sache? Okay, passt. 3, 2, 1, los geht's. Pippo. Ja, was heißt, wie geht's dir? Bist gut drauf? Mir geht's sehr gut, danke. Ja? Wie geht's dir? Mir geht's großartig. Wie heißt denn deine Freundin? Katharina Kern. Katharina. Aha, möchtest du sie grüßen lassen, mal ganz kurz? Hallo, hi. Ja. Wie groß bist du? 1,79. Okay, und sag mal 73 Kilo. Ungefähr. Ja, ungefähr. Dankeschön! 24. Das war 24 Sekunden. Das heißt, einmal Hühnersteifensalat. Ja, aber du hast bis jetzt, wir werden das eintragen, 25 Sekunden war das. Das ist der Rekord jetzt bei unserem Spiel. Und immerhin hast du einen Hühnerstreifensalat abgeräumt. Dazu herzliche Gratulation. Danke. Auch für dich Gratulation. Dankeschön. Das ist ein cooles Essen mit einem coolen Typen. Jedenfalls. Also, gut. Und jetzt zum Schluss unserer Sendung werden wir natürlich noch ein super cooles Thema an uns reißen. Mhm. Und zwar sind das die Frauen. Fußball, Frauenfußball. Schaut's her. Kann. Ja. Und wie findet ihr grundsätzlich den Fußball? Also wie unterscheidet sich er sich von den Männern? Was sagt sie? Ich habe da auch eine glasklare Meinung. Hin und wieder mehr Tore. Ich glaube, England hat 8-0 gewonnen das letzte Spiel, oder? Insider-Info, habe ich geschaut. Ja, ja. Na, also, ja, ich weiß nicht. Ist ja auch schön zum Anschauen. Okay. Was sagst du? Es ist anders, glaube ich. Ich glaube, man darf nicht mit der Erwartungshaltung reingehen, das mit dem Männerfußball zu vergleichen. Das ist einfach. Ja, das kann man nicht machen. Kann man nicht machen. Ja, ja. Und ich glaube, wenn man so den Fokus dann oder dort das einmal wegbekommt aus dem Kopf, ist das super lässig anzuschauen. Und das ist, finde ich, viel direkter, viel mehr Kurzpassspiel, spannender, attraktiver Technikfußball. Und ich glaube, wenn man das hinbekommt und nicht vergleicht, dann ist es lässiger. Mir persönlich macht Spaß. Es war ja auch schon das letzte Spiel lässig, das 2-0 gegen Nordirland. Davor auch schon das erste Gruppenspiel gegen England knapp verloren. Aber eben die Chancen, sie leben noch, dass Österreich dann aufsteigt.
in das Viertelfinale. Da gibt es ja morgen dann das letzte Gruppenspiel gegen Norwegen. Norwegen wird spannend zu beobachten sein. 8:0 verloren zuletzt gegen England und jetzt eben morgen das letzte Spiel. Wie werdet ihr das verfolgen? Werden wir schauen. Also ich bin mir nicht sicher, wie es zeitlich ausgeht, weil ich selber Fußball spiele am Freitag. Ich kann allgemein sagen, ich habe auch ein paar Spiele angeschaut. Ich habe mir zum Beispiel auch das Österreich-Spiel angeschaut. Ich habe mir auch angeschaut zum Beispiel Spanien-Deutschland, wo die Deutschen 2:0 gewonnen haben. Und ich finde, ich habe es mir auch länger angeschaut, und ich finde, die spielen mit einer gewissen Leichtigkeit. Also nicht, du merkst, die sind technisch, finde ich, wirklich extrem gut. Sie spielen einfach, mir kommt so vor, als hätten die einfach mehr Spaß. Das kommt so rüber, ja. Bei den Herren ist auch immer so pressen, was die kämpfen, kratzen und beißen, keine Ahnung was, ja. Es passieren auch weniger Fouls und es kommen mehr Spielzüge zusammen und deswegen wahrscheinlich auch mehr Tore. Und es ist schon, ist natürlich eine andere Art von Fußball, man kann es überhaupt nicht miteinander vergleichen, aber ich glaube trotzdem, es ist ohne Spaß, ich glaube schon, dass das, wenn man sich das länger einfach anschaut, es kommt zu einer gewissen Begeisterung. Es dauert natürlich, aber es kommt schon eine Begeisterung. Und ich glaube schon, dass man das fördern sollte. Und zwar richtig fördern sollte. Und das wird jetzt eh mittlerweile auch schon gemacht. Und ich glaube, das hat eine große Zukunft. Ja? Das ist meine persönliche Meinung. Ich probiere jetzt eine Überleitung von der Zukunft noch einmal in die Gegenwart, beziehungsweise in die etwas zurückreichende Vergangenheit. Das letzte Spiel gegen Nordirland eben gewonnen und dann ist auch anständig gefeiert worden bei der Pressekonferenz nach dem Spiel. Und da schauen wir kurz hinein. Das ist die Freude, Chris, die du angesprochen hast. Ja, aber das meine ich ja. Das ist jetzt nicht so, dass die jetzt im Viertelfinale gleich sind oder so. Das war jetzt ein Gruppenspiel und trotzdem, die leben das noch so richtig. Cool. Also die feiern einfach, man muss einfach die Momente feiern, so wie sie gerade kommen. Ja, das war ja auch bei unseren Frauen so, oder? Die haben ja auch dann im Old Trafford oder so einen Tanz, habe ich gesehen, auf Social Media, oder? Das war nicht auch unsere Frau. Ja, aber beim ersten Spiel meinst du? Beim ersten Spiel, ja genau. Mhm. Und weißt du, und bei uns ist es, und bei den Herren, weißt du, da merkst du einfach schon, okay, das ist auch so ein bisschen Routine so. Man freut sich zwar schon über einen Sieg, aber man überspitzt das jetzt nicht so, weil man weiß, okay, wir konzentrieren uns gleich auf das nächste Spiel, weißt du, man hat immer diese super seriösen, was ich auch verstehe natürlich, ja, aber das ist halt, man merkt halt, was ist los? Ich verständige mich mit Pippo, mit Augenkontakt. Also nur mit Augenkontakt. Das hätte ich nicht meiner Meinung. Also ich habe schon auch bei Admira teilweise Kabinenpartys miterlebt. Ganz ehrlich? Kabinenpartys? Gibt es da Videomaterial? Nein, bewusst nicht. Also ihr zelebriert es nicht offiziell, sondern ihr macht es im stillen Camp in der Kabine, oder? Ich bin da natürlich nur immer dann zu Gast, wenn es da ist. Aber ich meine, wie das mitbekomme, ich könnte schon feiern auch. Also so ist es bitte nicht. Also wir haben jetzt schon wieder gescheit einführen, wenn es dann zu Siegen kommt. Ich glaube, das gehört auch einfach gefeiert. Das sind halt Emotionen, die eine Mannschaft noch mehr zusammenbringen. Und genauso wie bei den Frauen ist es natürlich auch bei uns. Jeder freut sich über den Sieg. Und natürlich am nächsten Tag heißt es wieder weiterarbeiten. Aber nach so einem Spiel hat man sich halt hart erarbeitet, wenn man dann 3 Punkte holt und das gehört gefeiert. Dann ist in der Kabine mal lauter und gehen die Emotionen hoch. Voll, aber das gehört dazu. Ja, voll. Aber unserem Nationalteam wird morgen schon ein 0:0 reichen, um ins Viertelfinale aufzusteigen. Und dann wird ordentlich gefeiert. Das hoffen wir. Dann wird ordentlich gefeiert, ja. Laura Wienreuther ist wieder zurück nach ihrer Corona-Erkrankung, das der Info halber noch. Und Katharina Naschenweng aus demselben Grund leider morgen nicht dabei. Aber ansonsten steht hoffentlich einem Fußballfest morgen nichts im Wege. Quote 3,45 übrigens auf Sieg Österreich und auf ein Unentschieden 3,55. Wer da schreibt auch schon mal? 1-0 Österreich, 2-2. Also, müssen wir die Quoten ansprechen natürlich. Dann steht 2-1 Österreich, 0-0, 2-1 Österreich, 3-1 Österreich. Und dann wird Deutschland warten, hoffentlich. Dann wird Deutschland warten und dann wird es richtig. Cordoba. Dann wird, glaube ich, die Stimmung richtig cool sein. Ja? Also ich hoffe wirklich, dass die weiterkommen, weil das Spiel, das da darf man sich mit Sicherheit nicht entgehen lassen. Weiterkommen, ein schönes Stichwort, wenn wir auf unsere Uhr schauen. Kurzer Ausblick noch, was die Admira betrifft. Erstes Cup-Spiel ja am Sonntag beim zweiten Landesliga. Genau so, ja, danke. Bei Burgstall. Wie schätzt du die Partie ein im Vorfeld? Darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Es ist, wie du gesagt hast, zweite Landesliga, aber da sind sehr, sehr viele gute Spieler dabei, die alle in der Akademie irgendwo waren und ein enormes Talent haben. Und die werden jetzt natürlich extrem gepusht sein, wenn sie jetzt gegen eine Profimannschaft spielen können im Cup.
Und deswegen unterschätzen wir die auf keinen Fall. Und im Cup ist sowieso immer unangenehm. Deswegen unterschätzen wir es nicht. Aber wir haben natürlich schon auch den Anspruch, dass wir da drüber kommen und einen guten Fußball zeigen. Und das werden wir versuchen, auch hinzubekommen. Perfekt, dann gehen wir über zu unserem Gewinnspiel, Chris. Gehen wir über, und zwar haben wir einen 50-Euro Wettgutschein, oder? Und natürlich, was haben wir noch in diesem unglaublichen Ball? Jetzt hole ich ihn nochmals drauf, den Ball, genau. Wahnsinn, schau dir den an, diesen Ball, alles frisch. Du kannst nochmal riechen dran, er hat sich nicht verändert. Alles fresh, ja. Sensationell. Sensationell, oder wie duftet es? Beenden wir mal das Gewinnspiel. Dann beenden wir das Gewinnspiel, und deswegen lassen wir die Glücksfee, glaube ich, ziehen, oder? Genau. Und das dauert jetzt noch ein bisschen. Wie heißt das? Glückstopf. Glückstopf. Schau mal, wer den Gewinn heute abstaubt. Wir warten. Thomas fragt aber, schon aber heute nicht, keinen du weißt, Gutschein. Trommelwirbel, es kommt ein Trommelwirbel, gell? Das brauchen wir nicht immer Trommelwirbel. Ja, was muss man zelebrieren, sowas? Das ist ja ein toller du Preis. Kannst zelebrieren. Okay, dann warten wir kurz ab, bis die Fee zieht. Bin, warte kurz. 10 Kilometer entfernt von Burgstall. Das sind gute Kicker, also aufpassen. Genau. Absolut. So, da haben wir schon. Oh, wir haben schon. Du kannst jetzt noch den Trommelwirbel machen. Könntest du mich unterstützen, ganz kurz? Danke. So, und zwar, wer gewinnt? Bleiben Sie dran. Und zwar, wir gratulieren ganz herzlich dem Josef! Bravo, Josef! Bravo, Josef! Gratuliere. Champions League, so ja, wie wir gesagt Wahnsinn. Haben. Wir gratulieren ganz herzlich. Der Ball und 50 Euro Admiral Wettguthaben gehen also an dich. Am besten, du schickst uns bitte noch eine E-Mail-Adresse an die eingeblendete Adresse, nämlich an sportshow@admiral.at mit einem Screenshot von deinem YouTube-Account, dass wir wissen, dass du auch der richtige Sieger bist. Den Ball, den bekommst du da schon. Wow, und das war nicht schlecht, fast ein richtiger Einwurf. Ja. Kommt der Gewinn zu dir. Oh, so. Ja, da. Das war wahr. Perfekt, gut, dann hätten wir alles, Mal. Oder? Gut, dann sagen wir Dankeschön. Ich hoffe, möchtest du noch irgendetwas reden? Nein, gutes Feedback wollte ich nur sagen. Alles okay, war gut? Habt ihr wohl gefühlt? Sehr gut, ja. Super, war das Wasser, wichtigste Wasser gut? Man hat es gespürt, das ist wirklich Quellwasser. Das ist wirklich Quellwasser. Ja. Na, der Philipp kann nicht mitsprechen, weil ja du einmal geschaut hast, dass du ein Glas Wasser hast. Ja. Das war natürlich nicht so nett von mir. Ein bisschen beleidigt. Lieber Philipp, ich hoffe, dafür schenke ich dir meine. Na, die behalte ich mir meine. Schenk sie bitte her. Schenk sie nein, bitte meine her. Behalte ich mir die Beine für die nächsten Sendungen. Sage ich Dankeschön fürs Kommen. Gerne. Ihr wart wirklich super Gäste. Wir haben super tolles Feedback. Viele sind positiv, was die Admira betrifft. Danke. Also viele sagen, erste Saison kommt zum Aufstieg. Wir bitte hoffen, die Südstadt kommen unbedingt. Ja, bitte anfeuern. Kommt, sonst unterstützt uns. Wir drücken euch die Daumen und vielleicht sehen wir uns wieder. Würde uns freuen auf jeden Fall. Ja. Würde mich auch freuen. Danke für die Einladung auch. Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht mit euch. So ist es. Nice. Und es hat auch Spaß gemacht mit euch natürlich. Der Chris hat schon angesprochen. Das freut mich ganz besonders. Mit dir auch. Das gebe ich zu an dieser Stelle. Ganz besonders, danke. Und dann sehen wir uns am nächsten Donnerstag um 19 Uhr wieder mit der dann schon 16. Folge der Admiral Sportshow. Bis dahin, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.